Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind immer noch auf Level 8 gerade unterwegs. Ein bisschen. Und finden hier eine Geheimwand. Yay. Ging ja schon mal schnell. Oh, hier sind wir wieder bei unserem Fahrstuhlschacht angekommen, so wie es aussieht. Und wir haben Link. Jetzt nicht mehr. Ah. Wir sind wieder auf Level 7. Das ist die Abkürzung zu Level 7. Okay. Und ja, hier kommen wir wohl nicht weiter. Nö. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Das heißt, es bleibt wohl nur noch hier unten der Weg. Und wenn ich richtig weiß, da habe ich den Schlüssel her. Der Vierkantschlüssel. Das hier haben wir ja noch am Schluss gelöst gehabt. Das war da hinten. Okay. Jetzt bin ich dran vorbeigelaufen. Ja. Das sieht fast schon wieder nach einem Bossraum aus. Ja, da ist auch schon der Boss. Varrok. Mhm. Oh, noch ein harter Unmensch. Dies ist allerdings kein entflohener Gefangener. Da fehlt ein S. Es ist Varrok. Die Kreatur bewacht den Eingang des Dungeons. Wir müssen den Tön und den Schlüssel nehmen, um die Tür zum Ausgang zu öffnen. Wie sind die anderen Gefangenen an ihm vorbeigekommen? Sie hatten wahrscheinlich Komplizen, die ihm Fressen brachten. Hätte er ein totes Reh auf der anderen Seite der Tür gesehen, hätte er sie geöffnet. Während er es dann frisst, konnten die anderen an ihm vorbeischleichen. Hm, hört sich nach einem guten Plan an. Vielleicht können wir etwas Ähnliches machen. Wie, hast du mal eben ein Reh in deiner Tasche? Nein, aber... Dann denke ich, dass mal wieder Blut fließen muss. Okay, Boss, sollte kein Problem sein, mit ihm zu kämpfen. Aber wenn du willst, könnte ich dir noch ein paar Anregungen geben. Oder lass mich schweigen. Ja, ups. Wenn der Höllenfeuer einsetzt, sollten wir zurückweichen und nicht lebendig verbrannt zu werden. Auch wird er uns recht oft angreifen, also sollten wir unsere Gruppenheilung parat haben. Okay, verstanden. Lass ihn uns vornehmen. Quick Save. Ja, du siehst böse aus. Ich glaube, dann tun wir dich gleich mal Singles-Spotten. Zauberablenkung. Legt das erste ankommende Projektil in den nächsten 6 Sekunden ab. Ne? Wie lange habe ich das schon in der Aktionsleiste? Hoppala. Ist mir gar nicht so wirklich aufgefallen. Ja, er hält was aus. Oh, Höllenfeuer. Da sollen wir zurückweichen, hieß es. Und weiter auf die Fresse geben. Erst das und dann die Gruppenheilung. Au. Höllenfeuer ist böse. Und wir können Höllenfeuer auch nicht unterbrechen. Ja.
Au. Okay, wieder ran an ihn. Er muss auf Position bleiben. Dann machen wir mal den Spot. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum es heute so ruckelt. So, bis jetzt geht's noch einigermaßen. Da ist wieder sein Höllenfeuer. So, heil dich mal groß. Au. Okay, wieder ein Höllenfeuer. Da sollten wir mal ein bisschen vor ihm wegrennen. Oh, da tut er wieder Höllenfeuer einsetzen und ich komme nicht weg von ihm. Okay. Der ist böse. Er ist richtig böse. Und dass wir heute solche Aussätze haben, ist auch nicht gerade schön. Okay, wie weit können wir hinter weg? Na, weit genug. Solange er nur schwingt, ist alles okay. Da greift er nämlich nur meinen Tank an. So. Okay, wenn er Höllenfeuer macht, so schnell wie möglich zurückgehen. Wenn er fertig mit Höllenfeuer ist. Okay, zerschlagen. Das muss ich wahrscheinlich unterbrechen in Zukunft. Aber jetzt komme ich nicht mehr vom Höllenfeuer weg. Okay. Okay, du bist fast tot. Das ist nicht so schön. Schwingen tut, wie gesagt, nur dem Tank weh. Höllenfeuer tut allen weh. Au. Zerschlagen scheint nur auf den Tank zu gehen. Okay. Das Problem ist, ich habe ihn da wieder an einer scheiß Position. So, gehen wir mal so um ihn rum. Du setzt weiter das ein. Nächsten Mana-Trank, sicherheitshalber. Höllenfeuer.
So, das war das letzte Höllenfeuer, denke ich mal. Nee, so rum. Okay, einmal wird uns das Höllenfeuer immer treffen. Wird die Ammunition lustig, wenn er das macht, das Höllenfeuer. Okay, Höllenfeuer ist wieder ausgelaufen, hoffe ich mal. Da war wieder das Höllenfeuer. Ich habe nicht genug Mana. Also ja, der ist jetzt mal richtig hart. Muss ich zugeben, er ist richtig hart. Und da sind zwei tot. Okay, ich kann wieder neu laden. Ich darf auf jeden Fall nicht zulassen, dass er von seiner Position weggeht, weil sonst kriegen wir zu viel Höllenfeuer ab. Einmal Höllenfeuer werden wir abkriegen. Das ist unvermeidbar. Und ja, ich will, wenn es möglich ist, keine Heiltränke verbrauchen. Feuer. Da hätte ich sein Zerschlagen unterbrechen sollen. Da macht er wieder Höllenfeuer. Okay. Ja, ich gebe zu, er ist heftig. Ich habe sie wieder sein Zerschlagen verpatzt. Ja, bei dem brauche ich viel Aktivpause. Definitiv. Das ist zerschlagen. Das sollte ich unterbrechen. Höllenfeuer kann ich nicht unterbrechen.
Oh, das mit dem Aggro ist jetzt gerade nicht so toll. Zu spät, ich kann es nicht unterbrechen. Die hätte ich auch nicht können, weil wir noch im Timeout sind. Schwingen ist okay. Da kommt wieder das Höllenfeuer. Ja, okay, Hieb, das tut nicht ganz so weh wie zerschlagen. Und hauptsächlich benutzt er ja Stück. Schwingen, was Single Target zu sein scheint. Okay, Höllenfeuer. Ich denke mal, wenn wir jetzt keine zu großen Fehler machen, sollten wir es hinkriegen. Ah. Gerade noch so unterbrechen können. Okay, Höllenfeuer. Du brauchst mal deine Spezialheilung. Ah, das war einmal zu früh. Okay, jetzt. Okay, das Zerschlagen konnte ich nicht mehr blocken. Also unterbrechen. Und du hast auch nicht genug Mana. Höllenfeuer. Hieb trifft alle, aber nicht so stark wie zerschlagen. Okay, ich glaube, wir kriegen ihn diesmal. Das war jetzt zu früh. Da kommt. Puh, ey. Das ist ein Kampf. Und Höllenfeuer. So, jetzt stirb. Wir werden nicht weichen. Talisa und Silastra haben einen Stufenaufstieg gekriegt. So, du machst mehr Damage mit zwei Handwaffen. Und du... Ja, Bedrohung senken, weiter senken, das ist gut. So, erstmal den Schlüssel. Der... Ha, der ist gut für Silastra, denn sie hat immer noch eine Stufe 2 Teil an. Mhm. Mattierte Robe des Fuchses. Gut. Gut, dann können wir uns ja jetzt hier in seinem Räumchen umgucken. Ich habe was gehört. Klingt nach Schritten. Boah, ich hasse diese Viecher.
Thank you.